Herzlich willkommen zur Cyward Media Veranstaltung zum Thema Chrome Enterprise und der Work-Transformation bei Viessmann. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, sich reinzuschalten. Der heutige Vortrag besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil stelle ich Chrome Enterprise vor und gehe darauf ein, wie Sie in dieser herausfordernden Zeit Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten, also die im Homeoffice sind, sicher von zu Hause aus arbeiten lassen können und diese auch schützen können. Und wir sehen uns einige sehr neue und zum Teil erst im nächsten Jahr verfügbare Produktangebote von Google an. Im zweiten Teil kommt Alexander Pöllmann von der Firma Viessmann mit dazu. Dann reden wir anhand eines echten Kundenbeispiels mit Chromebooks bei Viessmann über die Erfahrung, die der Alexander mit Google gemacht hat und was ihn dazu bewogen hat, auf Chromebooks zu setzen. Mein Name ist Thomas Kutschek. Ich bin seit 11 Jahren bei Google und ich bin der Head of Chrome Enterprise Sales für die Region DACH. Die Corona-Krise hat Unternehmen gezwungen, sich auf Remote-Arbeiten einzulassen, um das Geschäft am Laufen zu halten. IDC hat hier eine Studie erstellt, die besagt, dass 45% aller Arbeitskräfte von zu Hause aus arbeiten. Dieser Wert lag vor Corona bei 14%. Ich glaube, dass dies niemanden wundert. Viele kleine und große Unternehmen mussten in kürzester Zeit auf Remote-Arbeit umstellen. Die IDC-Studie zeigt aber auch, dass es auch schon vor Corona Remote-Arbeitsplätze gab. Von zu Hause aus arbeiten ist keine Neuheit. Diesen Trend gibt es schon lange. Nur hat ihn Corona unglaublich befeuert. Diese Studie zeigt aber auch, dass trotz der weltweiten Verbreitung von Coronaviren die Arbeit fortgesetzt werden muss. Es ist erforderlich, Remote-Arbeit anzubieten. Corona betrifft die ganze Welt. Manche weniger, die Vorsichtigen, manche mehr, die Unvorsichtigen. Corona hat uns die Zukunft der Arbeit mit riesigen Schritten näher gebracht. Dass dies kein neuer Trend ist, das sagte ich schon. Tatsächlich ist die Arbeit von zu Hause aus seit 2005 um 173% gestiegen. Und jetzt sind wir schon dort, wo wir dachten, dass wir erst in 3 bis 4 Jahren wären. Telearbeit ist die neue Normalität. Und obwohl viele Unternehmen nach Möglichkeiten suchen, Mitarbeiter wieder ins Büro zu bringen, wird Telearbeit für einen erheblichen Teil der Belegschaft der Standard sein. Die IT muss eine verteilte Belegschaft mit Mitarbeitern unterstützen, im Büro, ja, vor Ort oder von zu Hause. Mit dieser Verschiebung ist die Idee einer cloud-basierten Plattform wie Chrome Enterprise, mit der Mitarbeiter jederzeit und überall ihre Daten zugreifen können, wichtiger denn je. Und diese Organisationen treten in eine Ära ein, die jenseits des Arbeitsplatzes liegen könnte. Ein flüssiges Konstrukt, wo und wie Arbeit erledigt wird, das überall sein könnte, ohne Grenzen. Allerdings ergeben sich hierdurch auch neue Sicherheitsanforderungen, auf die ich gleich eingehen werde. Zum stark verstärkten Trend der Telearbeit kommt noch hinzu, dass Unternehmen in dieser herausfordernden Zeit Kosten senken müssen. Dabei soll ein Großteil der Kostensenkungsmaßnahmen von einem effizienteren Einsatz von Technologie kommen. So, was haben wir bis jetzt erlernt? Ja, Remote-Arbeit ist eine Notwendigkeit, um das Geschäft am Laufen zu halten. Dies hat die IT-Abteilung vor neue Sicherheitsherausforderungen gestellt. Und das alles zu einer Zeit, in der der Druck auf Unternehmen steigt, die Technologiekosten zu senken. Während es unmöglich erscheint, Remote-Arbeit während einer Krise mit reduzierten Budgets zu sichern, ist am Ende des Tunnels Licht. Eine Komplettlösung zur Sicherung Ihres Unternehmens kann sicherstellen, dass Mitarbeiter den erforderlichen Zugriff haben und gleichzeitig das Risiko eines Angriffs begrenzt ist. Was sollte eine Organisation, die
sichere Remote-Arbeit unterstützt bereitstellen, um die Sicherheit Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Wir bei Google sehen hier 4 relevante Themengebiete und ich gehe auf jedes einzelne Themengebiet kurz ein. Erstens, sichere Endpunkte, Geräte, Notebooks, mit denen gearbeitet wird. Das sollten sichere Geräte sein, die das Risiko von Schadsoftware verringern und ohne Unterbrechung aktualisiert werden können, wobei die Nutzerdaten ausschließlich verschlüsselt auf dem Gerät gespeichert sind. Das zweite Themengebiet ist der Nutzerschutz, zum Beispiel Dienste, mit denen Nutzer Phishing-Risiken selbstständig identifizieren können. Das dritte Themengebiet ist die cloud-basierte Verwaltung, welches Administratoren die vollständige Kontrolle über ihre Geräte und die Browser bietet, egal wo sich die Mitarbeiter befinden. Und das vierte Themengebiet nennt sich Zero Trust Access. Das ist ein feststehender Begriff, kann aber mit Zugang ohne Vertrauen übersetzt werden. Das Themengebiet wird von vielen von Ihnen noch neu sein. Bei Zero Trust Access geht es um kontextuellen Zugriff auf interne Dienste, ohne dass ein VPN installiert und betrieben werden muss. Mit Google und Chrome Enterprise kann mit Chromebooks oder Chromeboxen der Chrome Enterprise Upgrade Lizenz, dem Chrome Browser, Cloud Management und Beyond Corp Remote Access eine Komplettlösung zur Gewährleistung der Sicherheit Ihres Unternehmens Realität werden. Die Nachfrage nach Chromebooks hat stark zugenommen. Das liegt daran, dass Chromebooks die Grundlage für eine erfolgreiche, verteilte Belegschaft bilden. Sie können Geräte schnell bereitstellen und remote verwalten. Mitarbeiter können auf ältere Apps sowie auf moderne cloud-basierte Apps zugreifen. Daten und Geräte bleiben sicher und sie können die Kosten niedrig halten. Diese Funktionen sind jetzt umso relevanter. Aber warum sind Chromebooks so sicher? Ich möchte auf 3 Eigenschaften eingehen. Der erste wichtige Punkt ist der integrierte Virenschutz. Das bedeutet aber nicht, dass wir eine Virenkiller-Software ständig am Laufen halten, die CPU verbraucht. Im Gegensatz zu anderen Betriebssystemen wird keine Antivirensoftware von Drittanbietern benötigt, um Chromebooks zu schützen und IT-Administratoren über Bedrohungen innerhalb ihrer Infrastruktur zu informieren. Wir haben bereits grundlegende Konzepte entwickelt, die es einer ausführbaren Datei unmöglich macht, das Chrome-Betriebssystem zu verändern. Zum Beispiel ist das Chrome-Betriebssystem schreibgeschützt. Installierte Anwendungen, zum Beispiel Android-Apps, Progressive Web-Apps, Chrome-Extension, können das Betriebssystem nicht verändern. Dies gilt auch für herkömmliche Formen von Schadsoftware, da Chromebooks keine ausführbaren Dateien ausführen können. Das steht ganz im Gegensatz zu anderen Betriebssystemen. Sie kennen das sicherlich. Wenn eine Software neu installiert wird, holt sich die Software als erstes Adminrechte und kann damit alles Mögliche machen. Die Software schreibt Informationen in die Registry oder verändert den Bootvorgang, je nachdem, was die Software glaubt machen zu müssen. Sie hat den kompletten Schreibzugriff auf das Betriebssystem. Deswegen ist eine ganze Softwarekategorie entstanden, nämlich die Uninstaller, die versuchen, die ganzen Fragmente einer installierten Software zusammenzusammeln und wieder zu löschen. Das braucht das Chrome-Betriebssystem nicht. Es ist schreibgeschützt. Der zweite Punkt ist das Sandboxing. Sandboxing isoliert einen Angriff auf einen begrenzten Bereich. Effektiv wird eine Kapsel um das Betriebssystem gebaut, aber auch eine Kapsel um den Chrome-Browser selbst und eine Kapsel um jedes einzelne Tab innerhalb von Chrome. Wir haben einen unglaublichen Entwicklungsaufwand betrieben, um einzelne Webdomänen zu kapseln. Das bedeutet, dass eine schadhafte Domain nicht auf den Inhalten anderer Domänen zugreifen kann. Chromebooks gehen noch einen Schritt weiter und halten Anwendungen wie Chrome selbst, also den Browser, Android oder PWA oder Linux als VM voneinander isoliert, um sicherzustellen, dass infizierte Anwendungen von anderen Teilen des Systems unter Quarantäne gestellt werden. Mal angenommen, es gibt eine Software, die versucht, aus der Domain-Kapsel auszubrechen und es auch noch schafft, aus der Browser-Kapsel auszubrechen und es dann auch noch schafft, aus der Chrome-Kapsel auszubrechen, läuft sie gegen die Wand, nur um festzustellen, dass das Betriebssystem schreibgeschützt ist. Das Sicherheitskonzept nennt sich Defense in Depth,
viel, welches Sie vielleicht schon einmal gehört haben. Und der dritte Punkt ist das verifizierte Booten. Wir glauben, dass wir sehr gut sind, wenn es um Sicherheit geht. Und Sie können gerne führende Sicherheitsexperten fragen, warum Chromebooks so sicher sind und so geliebt werden. Aber wir selbst sind uns nicht hundertprozentig sicher, ob wir nicht womöglich etwas übersehen haben. Deswegen gibt es verifiziertes Booten. Das verifizierte Booten verhindert das Hochfahren eines manipulierten Betriebssystems. Beim Starten eines Chromebooks, in den wenigen Sekunden, die wir haben, ein Chromebook startet in 6 Sekunden, stellt das verifizierte Booten sicher, dass auf dem Betriebssystem die Firmware und andere Komponenten des Geräts Code ausgeführt wird, der authentisch ist und von Google verteilt wurde. Wenn es jemandem gelungen ist, eine manipulierte Version des Chrome-Betriebssystems auf ein Chromebook zu laden, dann stellt verifiziertes Booten fest, dass das Chrome-Betriebssystem nicht authentisch ist und das Betriebssystem wird daher nicht ausgeführt. Chromebooks haben eine zweite Version des Betriebssystems. Und in solchen Fällen booten wir von der zweiten Version, von der wir wissen, dass diese zu 100% von uns stammt und nicht manipuliert wurde. Der Nutzer bekommt davon in den meisten Fällen noch nicht etwas mit. Wir stellen sicher, dass wir immer eine zweite Version des Betriebssystems haben, welches wir im Bedarfsfall nutzen können, um ein Chromebook sauber zu booten und in einem verifizierten Zustand zu haben. Das gibt uns einen weiteren großen Vorteil. Dadurch, dass wir 2 Chrome-Betriebssysteme haben, können wir jeweils das andere Betriebssystem auf den neuesten Stand bringen. Deswegen gibt es auch keine Ausfallzeiten. Beim nächsten Neustart booten wir von der neuen Version des Chrome-Betriebssystems. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch ein kleines Geheimnis preisgeben. Wenn Sie sich aus dem Chromebook ausloggen und wir sehen, dass es eine neue Version des Chrome-Betriebssystems gibt, dann machen wir einen schnellen, stillen Reboot. Der Benutzer bekommt davon nichts mit. Alles, was er sieht, ist der neue Login-Screen. Und wenn er sich dann einloggt, dann schon auf der neuen Version des Chrome-Betriebssystems. Vergleichen Sie das mit traditionellen Betriebssystemen, die Ihnen sagen, dass jetzt ein Betriebssystem-Update ansteht und die Installation um die 25 Minuten dauern wird. Am besten gehen Sie in der Zeit Kaffee trinken oder gleich Mittagessen. Da die Bedrohungslandschaft sehr dynamisch ist, sich ständig weiterentwickelt und ändert, ist es unerlässlich, dass die Sicherheitsfunktionen Ihres Betriebssystems Schritt halten. Deshalb ist es wichtig, die Betriebssysteme in Ihrer Flotte so aktuell wie möglich zu halten. Hier sehen Sie einige der vielen Organisationen, die die Vorteile von Chrome OS seit dem Beginn der Pandemie nutzen. Wie Sie sehen, ist Chrome speziell in diesen 6 Branchen mit starkem Wachstum gegen den Vorjahr vertreten. Und wie stark ist denn das Wachstum genau? Dazu kam jetzt vor kurzem eine Studie raus, am 12. November 2020 von Canalys, die gesagt haben, dass insgesamt in den 3 Monaten von Q3 9,4 Millionen Chromebooks verkauft wurden. Und das entspricht einem Wachstum von 122% gegenüber dem Vorjahr. Wir sehen also, Chromebooks sind keine Nischenprodukt mehr. Chromebooks sind mit einem globalen Marktanteil von 11% mittlerweile aus der Nische herausgetreten und werden mehr und mehr zum Commodity-Produkt. Schauen wir uns also an, in welche Richtung sich das Chrome OS Betriebssystem, aber auch unser ganzes Ökosystem entwickelt. Ich stelle Ihnen jetzt einige neue Sachen vor, die wir auf den Markt bringen oder auch erst 2021 im ersten Halbjahr auf den Markt bringen werden. Fangen wir gleich mit dem ersten an, nämlich das Chrome OS Readiness Tool. Und mit dem Chrome OS Readiness Tool können Sie Ihre Mitarbeiter in Gruppen einteilen und die Windows-Geräte identifizieren, die für die Migration zu Chrome OS bereit sind. Mit dem Chrome Enterprise Recommended Programm werden verifizierte Apps für Ihre Chrome OS-Umgebung identifiziert. Mit der Zero-Touch-Registrierung, einem meiner Favoriten, können Sie Geräte bestellen, die bereits im Unternehmen registriert sind
und die sie direkt an ihre Mitarbeiter versenden können, sicher und kontaktlos. Mit Parallels Desktop erhalten sie unter Chrome OS lokalen und vollen Zugriff auf ältere Windows-Apps. Und wir bieten noch viele weitere Funktionen für Produktivität, darunter verbesserte Fensterverwaltung und Chrome-Browsing, Tab-Verwaltung, sodass Ihre Mitarbeiter sowohl im Büro als auch im Homeoffice produktiv bleiben. Sehen wir uns jetzt die einzelnen Bereiche etwas genauer an. Um überhaupt in die Cloud wechseln zu können, müssen Unternehmen erst einmal die Mitarbeiter und Geräte identifizieren, die schon bereit für den Umstieg sind. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können nämlich noch nicht alle Mitarbeiter und Geräte migriert werden, ganz besonders, wenn Legacy-Software im Spiel ist. Deshalb geht es nicht ohne eine entsprechende Vorab-Analyse. Unser neues Chrome OS Readiness Tool setzt genau bei dieser Frage an. Das kostenlose Tool, das ab 2021 verfügbar sein wird, hilft Unternehmen bei der Vorab-Analyse vor dem Umstieg in die Cloud. So können Sie herausfinden, wer im Unternehmen welche Anwendungen nutzt und so den Umstieg auf Chrome OS besser planen. Das Chrome OS Readiness Tool protokolliert 30 Tage lang, wie viel Zeit jedes Windows-Gerät in Ihrem Unternehmen mit welchen Anwendungen verbringt. Danach werden die Geräte je nach ihrer Eignung für einen Umstieg in die Cloud eingestuft. Dafür gibt es eine Google-Datenbank mit Anwendungen, die von echten Unternehmen verifiziert und bestätigt wurden. Einige Ihrer Mitarbeiter können unter Umständen unmittelbar mit Chrome OS oder zu Chrome OS wechseln. Für andere Mitarbeiter müssen möglicherweise Maßnahmen zur Virtualisierung ergriffen werden, damit Legacy-Software weiterhin genutzt werden kann. Und mit diesen Informationen hilft Ihnen das Chrome Readiness Tool bei der weiteren Planung des Umstiegs in die Cloud. Das Chrome Readiness Tool lässt sich problemlos auf Ihren bestehenden Windows-Geräten installieren. Es beeinträchtigt die Geräteleistung nicht und kann an Ihr Unternehmen angepasst werden. Außerdem können Sie sich darauf verlassen, dass Daten, die Sie mit dem Chrome OS Readiness Tool erheben, nicht mit Dritten geteilt werden und innerhalb des Unternehmens bleiben. So werden die Daten nur dann gespeichert, wenn es aus IT-Sicht nötig ist. Und Nutzer-, Geräte- und App-Daten werden nie an Google weitergegeben. Das Chrome OS Readiness Tool wird nächstes Jahr verfügbar sein. Sie können jedoch schon jetzt einen Beispielbericht herunterladen, sich für Benachrichtigungen zur Markteinführung anmelden und ein Trusted Tester werden, um uns dabei zu unterstützen, das Tool noch weiter zu verbessern. Wenn Sie daran Interesse haben, finden Sie unter chromeenterprise.google/os/readiness weitere Informationen. Apps sind natürlich nicht das einzige Maß der Cloud-Fähigkeit. Manchmal sind auch die Geräte selbst das Problem. Besonders in der neuen Realität, in der Mitarbeiter an verschiedenen Standorten arbeiten, ist es wichtiger denn je, alle Nutzer mit den Tools auszustatten, die sie zum Erledigen ihrer Aufgaben benötigen. Hier sind drei Beispiele. Mitarbeiter mit Kundenkontakt benötigen vielleicht nur ein einfaches Gerät mit Webbrowsing-Unterstützung, während ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter möglicherweise Geräte für eine intensive Nutzung brauchen. Bei ihren Führungskräften wiederum ist wahrscheinlich eine viel größere Anzahl an Apps, Tools für die Zusammenarbeit und sogar eine Virtualisierung notwendig. Ein einfacher Prozess in drei Schritten kann Sie dabei unterstützen, die richtigen Geräte für alle wichtigen OEMs zu finden. Vom robusten Gerät bis hin zum Tablet und vom Clamshell bis hin zu Convertibles. Im ersten Schritt wird ein bestimmter Anwendungsfall für einen Mitarbeiter ermittelt. Angefangen beim einfachen Browser bis hin zur intensiven Nutzung. Im zweiten Schritt werden die technischen Daten für die Hardware für diesen Anwendungsfall bestimmt. Und im dritten Schritt werden schließlich Geräteempfehlungen auf der Grundlage dieser technischen Daten zusammengestellt. Sehen wir uns jetzt an, wie Sie Nutzern Apps bieten können, die für Chrome OS optimiert sind. Laut Forrester arbeiten 67% der Mitarbeiter in Unternehmen heute mit durchschnittlich 22 verschiedenen cloud-basierten Anwendungen. Demnach
Werden mehr und mehr Aufgaben heute bereits in der Cloud erledigt? Wie können Sie dabei sicherstellen, dass diese Anwendungen keine Probleme in Bezug auf Kompatibilität, Produktivität, Nutzererfahrung und Ausfallzeiten verursachen? Mit geprüften Chrome Enterprise Recommended Apps in Ihrer Unternehmensumgebung können Sie das potenzielle Risiko von Kompatibilitätsproblemen verringern, die Akzeptanz erhöhen und Ihren Mitarbeitern die Tools an die Hand geben, die sie benötigen, um unabhängig von ihrem Arbeitsort produktiv zu bleiben. Hier ist nur eine kleine Auswahl an Anwendungen, die bereits mit dem Chrome Enterprise Recommended Logo versehen sind. Weitere Informationen zu Herstellern und ihre jeweiligen für Chrome OS optimierten Anwendungen finden Sie auf unserer Chrome Enterprise Recommended Webseite unter g.co/chrome-enterprise/recommended. Aber was ist mit Mitarbeitern, die noch nicht direkt in die Cloud migriert werden können? Unter Umständen gibt es noch keine umfassende VDI-Lösung im Unternehmen. Aber Mitarbeiter benötigen trotzdem auch auf ihren neuen Geräten Zugriff auf die ein oder andere Legacy-Anwendung, die noch nicht in die Cloud migriert werden konnte. Oder aber sie nutzen bereits Gmail und Meet im Rahmen von Google Workspace für die Kommunikation und Zusammenarbeit. Aber einige Mitarbeiter nutzen trotzdem noch Microsoft Office-Instanzen lokal auf ihrem Rechner. Wir freuen uns, die Lösung für all diese Szenarien ankündigen zu können, das neue Parallel Desktop für Chrome Enterprise. Sie bietet auf einem Chrome OS-Gerät schnell Zugriff auf native Fat-Client Microsoft Software. Das IT-Team wiederum behält über die Google Admin-Konsole die Kontrolle über Zugriffsrechte und kann Anwendungen direkt in die Parallels Desktop-Infrastruktur bereitstellen. Um Parallels Desktop für Chrome Enterprise zu implementieren, muss Ihr IT-Team nur ein Windows-Image erstellen und dann Windows einrichten. Danach können der Treiber und die Dienstprogramme für die Parallels Tools installiert werden. Das ermöglicht den reibungslosen Wechsel zwischen Chrome OS und Windows. Über ein von IT-Team konfiguriertes, gemeinsames, genutztes Profil können Ihre Mitarbeiter zukünftig von Chrome OS aus auf Windows-Ordner zugreifen. Dann exportiert das IT-Team das Windows-Image und lädt es hoch und konfiguriert danach die Parallels Desktop-Einstellungen. Jetzt können Mitarbeiter auf ihren Chromebooks mit Windows-Anwendungen arbeiten. In ihrer gewohnten Umgebung bleiben sie produktiv. Bei Unterbrechung pausiert auch Parallels Desktop im Hintergrund. Nach der Unterbrechung kann die Mitarbeiterin und Mitarbeiter genau da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Und mit Parallels Desktop für Chrome Enterprise können Legacy-Anwendungen auch offline verwendet werden. Parallels Desktop für Chrome Enterprise ist bereits allgemein verfügbar. Sie können es unter www.parallels.com/chrome kostenlos testen. Und noch nie waren Effizienz und Schnelligkeit im Unternehmen so wichtig wie während der Pandemie. Die Bereitstellung von Geräten bildet hier keine Ausnahme. Laut Gartner möchten 70% der Unternehmen angesichts der Pandemie durch eine effizientere Nutzung von Technologien ihre Kosten senken. Da Mitarbeiter nicht immer unmittelbar greifbar sind, wenn sie von zu Hause aus arbeiten, müssen Unternehmen auch hinsichtlich der Bereitstellung von Geräten neue Wege einschlagen. Das bringt mich zu einem meiner favorisierten Features. Im Rahmen der Zero-Touch-Registrierung werden Chrome OS-Geräte bereits ab Werk vorab in der Unternehmensdomain registriert, sodass eine manuelle Konfiguration durch IT-Mitarbeiter entfällt. Eine deutlich schnellere Bereitstellung ist das Ergebnis. Im Rahmen einer vor kurzem veröffentlichten ESG-Studie wurde die durchschnittliche Bereitstellungszeit für Windows 10 Geräte mit 25 Minuten beziffert. Wir wissen alle, in Wirklichkeit ist das mit großer Sicherheit deutlich mehr. Die Bereitstellung eines Chrome OS Geräts dauert im Gegensatz dazu nur 6 Minuten, was einer Zeitersparnis in Höhe von 76% entspricht. Und mit der Zero-Touch-Registrierung geht das nun sogar noch schneller. Die Geräte werden gekauft und von der Service-Partner oder am OEM kümmert sich um die
kümmert sich in Abstimmung mit dem IT-Team und die Vorabkonfiguration. Dann werden die Geräte direkt an die Mitarbeiter geliefert. Diese müssen sich nur mit dem Internet verbinden und sich am Gerät anmelden und können direkt mit der Arbeit beginnen. Das Gerät ist dann bereits im Unternehmensnetzwerk registriert. Anwendungen und Lesezeichen sowie Einstellungen und Verlauf sind im Chrome-Profil gespeichert, sodass die Mitarbeiter direkt dort weitermachen können, wo sie aufgehört haben. Es wird oft von direkt einsetzbar geredet, aber hier ist es Realität. Das bedeutet schnellere Bereitstellung für IT-Abteilungen und Nutzer, aber es bedeutet auch eine bessere Sicherheit. Geräte mit Zero-Touch-Registrierung verfügen von Herstellerseite aus bereits über hardware-gestützte Attestierungsfunktionen, die Spoofing-Angriffe verhindern. Und zum Schluss ein besonders wichtiger Punkt. Zero-Touch-Registrierung bietet auch die höchste Sicherheitsstufe, bei der die registrierten Geräte von OEMs zum Schutz vor Spoofing-Angriffen mit hardware-gesicherten Attestierungen geliefert werden. Weitere Informationen zur Zero-Touch-Registrierung und zu den teilnehmenden Händlern und qualifizierte Geräte finden Sie in unserem Hilfeartikel unter der hier abgebildeten URL. Neben diesen neuen Produkten entwickeln wir natürlich auch die Chrome-Funktionen ständig weiter, besonders im Hinblick auf eine höhere Mitarbeiterproduktivität. Dank automatischer Updates alle 6 Wochen arbeiten Ihre Mitarbeiter immer automatisch mit der neuesten Betriebssystemversion. Und in diesem Jahr haben wir auch wieder neue Produktivitätsfunktionen implementiert, darunter zum Beispiel virtuelle Desktops. Virtuelle Desktops funktionieren wie unabhängige Arbeitsbereiche innerhalb Ihrer Projekte. Die einzelnen Fenster können wesentlich einfacher verschoben und skaliert werden, gerade wenn Sie mit mehreren Fenstern auf einem Bildschirm gleichzeitig arbeiten. Außerdem gibt es eine noch bessere Tab-Verwaltung mit einer Tab-Suchfunktion, die Rettung, wenn Sie, so wie ich, auch immer viel zu viele Tabs gleichzeitig offen haben. Und es sind noch weitere Neuigkeiten geplant. Und damit bin ich aber auch schon am Ende meiner Präsentation angekommen. Vielen Dank nochmal. Und jetzt freue ich mich auf den zweiten Teil, nämlich auf die gemeinsame Diskussion, auf den Fireside-Chat mit Alexander Pöllmann von der Firma Wissmann. Hallo. Herzlich willkommen zum Fireside Chat, dem zweiten Teil unseres Vortrags mit der Firma Wissmann. Mit uns dabei ist der Alexander Pöllmann. Er ist der Head of Workplace Technology. Wir arbeiten schon einige Zeit zusammen. Und an der Stelle möchte ich auch direkt den Alexander die Möglichkeit geben, sich vorzustellen. Hallo Thomas und herzlich willkommen zum zweiten Teil hier bei der Tools for Agile Teams. Ich bin ja nicht das erste Mal dabei, also insofern freue ich mich auch, dass ich nochmal kommen darf natürlich und auch über ein anderes Thema mal zu berichten. Bin mittlerweile in der Rolle des Verantwortlichen für alles, was mit dem Arbeitsplatz zu tun hat bei der Firma Wissmann. Das heißt sowohl Hardwarelösungen als auch Softwarelösungen, die obendrauf im Standard laufen, sodass eigentlich jeder Mitarbeiter einen sehr einfach zu erreichendes Arbeitsplatz-Setup hat und wir einen flexiblen und modernen Arbeitsplatz unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Ich möchte noch kurz was zu Wissmann sagen. Wer es nicht kennt, wir sitzen im nordhessischen Allendorf. Das ist ja irgendwo im Nirgendwo. Sehr ländlich bei uns, aber eine wunderschöne Gegend. Wir haben 12.300 Familienmitglieder, im letzten Jahr einen Umsatz von 2,65 Milliarden Euro gemacht. Sind eigentlich komplett auf der gesamten Welt verteilt. Das heißt, wir haben Produktionsstätten in allen möglichen Ländern, Vertriebsstätten in allen möglichen Ländern und müssen die natürlich auch mit IT-Lösungen versorgen. Ja, wunderbar. Und heute geht es ja im Vortrag hauptsächlich um Chromebooks und Chrome Enterprise und wie ihr den Umstieg geschafft habt, auch schon wann ihr damit denn angefangen habt und wie das für euch lief, also wie schwierig war das Rollout, wie lief die Zusammenarbeit mit Google, mit dem Partner. Darauf freue ich mich jetzt auch schon und gehe auch gleich über zur ersten Frage, die da wäre, seit wann habt ihr
Chrome, einmal den Browser, aber auch mit den Chromebooks im Einsatz? Chromebook selber bin ich das erste Mal vor 4 Jahren mit in Kontakt gekommen, als wir angefangen haben, G Suite bei uns auszurollen. Also damals G Suite, heute Google Workspace. Habe das damals als mein, ich sag mal, Projektgerät benutzt, weil es eine Teststellung damals war. Wir durften 10 Chromebooks dort austesten während des Rollouts. War irgendwie super, den ganzen Tag über Akku gehabt, im Gegensatz zu meinem damaligen Notebook. Und konnte halt von überall flexibel auf die Google-Dienste schon zugreifen. Aber strategisch dafür entschieden haben wir uns seit über einem Jahr, dass wir Chromebooks ausrollen. Und das war dann auch der Startpunkt für ein größeres Projekt. Okay. Und dann habt ihr euch eben Chromebooks im Detail angeschaut. Und warum genau Chromebooks und warum nicht irgendwelche anderen Geräte? Das war ja sicherlich nicht nur allein die Akkulaufzeit. Also was hat da dazu geführt, dass ihr gesagt habt, okay, wir starten jetzt wirklich viele mit Chromebooks aus? Also grundsätzlich ist es ja so, dass durch den Google Workspace oder G Suite Rollout sich bei uns natürlich die Applikationslandschaft verändert hat. Wir haben damals aber auch schon gesehen, dass sich vor allen Dingen die Anforderungen der Mitarbeiter ändern, dass Mitarbeiter den Bedarf haben, von überall drauf zuzugreifen, mobiles Arbeiten gefördert zu bekommen, dass sie einen einfachen Access auf ihre Daten haben, was natürlich bei Chrome OS nochmal natürlicher ist, als es bei anderen Betriebssystemen der Fall ist. Zusätzlich sehen wir einen ganz großen Trend, und das ist etwas, was seit Jahren am Markt passiert. Jedes neue Startup, was irgendwie Software auf den Markt bringt, bringt dies mittlerweile in Form einer Web-Applikation auf den Markt. Wir haben heute den Großteil unserer Produktivitätsapplikationen schon in den Browser verlagert und auch einen wahnsinnig großen Teil der Legacy-Applikationen. Und den Rest stellen wir über virtualisierte Plattformen zur Verfügung, sodass eigentlich alles bei uns aus dem Browser erreichbar ist und sodass es ganz natürlich für uns war, uns dafür zu entscheiden. Und wenn man sich das dann so überlegt, dass ihr dann Chromebooks eben eingesetzt habt, könnte man sich auch die Frage stellen, warum denn Chromebooks, warum nicht einfach nur der Chrome-Browser auf einem Windows-Gerät oder auf einem Linux- oder einem Mac-Rechner? Da gibt es ja eine Unmenge an Hardware, die man sich da auch aussuchen könnte. Also grundsätzlich machen wir das auch, dass wir auf einem Windows-Rechner oder auf einem Mac-Rechner standardisiert den Chrome-Browser ausrollen. Das ist unsere, ich sag mal, Standard-Arbeitsplattform geworden über die letzten Jahre. Aber der Vorteil, den wir bei Chrome OS vor allen Dingen sehen, ist die Einfachheit. Zweigeteilt, einmal beim User und beim Administrator. Schauen wir uns den User einfach mal an. Auf der einen Seite, der schaltet sein Gerät an, der wartet 6-7 Sekunden, dann ist das Gerät da, meldet sich mit seinem Google-Konto an, sofort öffnet sich sein gesamter Google Workspace, öffnen sich alle seine Produktivitätsapplikationen und er kann losarbeiten. Schneller geht es einfach für den User nicht und einfacher geht es nicht. Und er muss nur mit irgendeinem Netzwerk verbunden sein, kein VPN mehr, kein gar nichts mehr. Für den Admin natürlich, wenn ich mir anschaue, was wir für den Betrieb für andere Plattformen tun, ist es natürlich deutlich mehr. Bei Chrome OS bekomme ich den Virenschutz out of the box mit. Ich muss mich nicht um Update- und Patch-Verteilung kümmern, weil das macht das Betriebssystem automatisch. Die Security des gesamten Systems vom Kern bis oben zum Betriebssystem drauf kommt halt out of the box mit. Und wir haben für uns ein sehr, sehr leichtgewichtiges, einfaches zu managendes Betriebssystem bei uns geschaffen, was, wie gesagt, die User lieben, aber auch die Administratoren. Wow, cool. Und wenn man sich dann natürlich überlegt, dass in einem großen Unternehmen immer wieder neue Leute angestellt werden, vielleicht wechseln auch Leute innerhalb des Unternehmens die Abteilung, brauchen womöglich ein neues Gerät. Wie stellt es sich da, wenn ihr neue Chromebooks für neue Mitarbeiter zur Verfügung stellt? Was ist das für ein Aufwand? Also grundsätzlich kann das ja eigentlich aus der Schublade vom Nachbarn nehmen, sich einfach anmelden und kann dran arbeiten. Das funktioniert auch genauso wie mit einem Chromebook, was komplett neu ist. Da ist der Aufwand einfach genau der gleiche. Es benötigt keine Softwareverteilung, weil durch seinen Google-Account bekommt er Zugriff auf all das, was er braucht, und haben auch da entsprechend die Möglichkeiten geschaffen, dann in die Backends rein, sich mit seinem Google-Account anzumelden. Aber wenn wir es so betrachten, ist es halt im Standard so, dass wir da einen sehr einfachen Enrollment-Prozess haben, Geräte eigentlich im Supermarkt kaufen können oder bei einem der großen
der großen Händler in Deutschland, wo ich ja wirklich in der Innenstadt einfach in den Laden gehe und kaufe mir jetzt ein Gerät für 300, 400 Euro. Ich enrolle das als IT, das kostet mich vielleicht 20 Sekunden Aufwand, das ist einmal einloggen mit einem User, dann ist das Gerät Enterprise Ready Enrolled. Damit habe ich es bei mir in der Verwaltung mit drin, damit ist es gemanagt und der User kann sich anmelden. Ja, also es ist direkt dann ready to go. Er hat seine Arbeitsumgebung. Das ist natürlich, sehe ich sofort, das ist ein großer Vorteil, klar. Und wie, okay, wir haben darüber geredet, dass es relativ einfach ist, die Geräte eben Enterprise ready zu machen. Also es ist nur ein kleiner Aufwand, man kann sich direkt einrollen. Und wie schnell wolltet und konntet ihr die Chromebooks im Unternehmen ausrollen? Und vielleicht auch, wie viele waren das? Wir haben uns vorgenommen, beim Start des Projekts, also des Rollout-Projekts, ungefähr 1000 Geräte pro Jahr zu schaffen. Die grundsätzliche Maßgabe ist, wir lassen das einmal aufsetzen durch den Partner und dann geht's los. Also wie gesagt, dann kommt es beim User an, der User meldet sich an mit seinen Credentials und ist drinne. Man muss aber auch einfach dazu sagen, die 1000 Geräte sind eine Maßgabe, die wir uns ungefähr gesetzt haben, um wie gesagt die 3000 in 2022 zu schaffen. Die einzige Limitierung, die es halt de facto gibt, sind die Geräte selber, die wir heute nicht in passender Stückzahl mit allen Tastaturlayouts einfach zur Verfügung gestellt bekommen, weil der Markt es nicht hergibt. Das ist aber, glaube ich, kein Chrome-Problem, sondern das ist ein generelles Problem, was durch die Pandemie gekommen ist, was vorher schon da war, durch Knappheit von Prozessoren, dass halt einfach die Endgeräte nicht in entsprechender Stückzahl vorhanden sind oder der Produktlebenszyklus ausläuft, ein neues Gerät auf den Markt kommt und wir teilweise gar nicht mehr die alten Geräte bekommen. Wenn wir wollten und wir hätten die Geräte da, könnten wir theoretisch 5000 Stück in einem Monat ausrollen. Die Plattform skaliert da einfach out of the box. Mhm. Schön zu hören. Du hast vollkommen recht. Wir haben, nicht wir, sondern die OEMs hatten Schwierigkeiten, um Hardware wirklich in die Stores zu bekommen. Ich denke, das ist mittlerweile aber im Griff. Mittlerweile kann man Chromebooks überall wieder kaufen. Da gab es natürlich wegen Corona, weil Fabriken nicht liefen, Engpässe. Ich bin froh, dass das wieder vorbei ist und wir doch da jetzt oder auch alle OEMs da gut dastehen und wieder Chromebooks in den Regalen sind, die man schnell kaufen kann. Und wenn wir schon von den OEMs sprechen, damit meinen wir ja so Acer, Dell, HP, Lenovo, Asus. Welche Geräte habt ihr im Einsatz? Für welchen Hersteller habt ihr euch entschieden? Wir haben uns grundsätzlich dafür HP-Endgeräte entschieden, weil wir da auch schon die Verbindung bei den Windows-Endgeräten hatten und nutzen das HP X360 G1 jetzt mit einer Stückzahl von über 1000 Stück, werden aber zukünftig das C640 mit Touchscreen und das C1030 als High-End-Gerät mit Touch und LTE einsetzen, weil natürlich für unsere Frontline-Worker genau dieses Gerät dann den Anwendungsfall am meisten unterstützt mit einer zusätzlichen LTE-Unterstützung. Bei der Beschaffung hilft uns natürlich unser Google-Partner Cloudwürdig an der Stelle, der uns auch geholfen hat, während der Implementierung das Ganze somit aufzusetzen. Okay. Jetzt, wenn ich mich so zurückerinnere in den März, als Google wegen der Corona-Krise gesagt hat, dass alle von zu Hause aus arbeiten werden, also alle gehen ins Homeoffice oder Telearbeit, da gibt es so viele Begriffe für, da war das für uns ja relativ leicht, erschreckend leicht. Ich habe jetzt sogar von der Ruth Porat, CFO, gehört, dass es leichter war, die Leute ins Homeoffice zu schicken, als es jetzt ist, die Leute aus dem Homeoffice wieder ins Office zu kriegen. Fand ich doch eine ganz interessante Aussage. Wenn ich jetzt aber euch anschaue als Unternehmen, was wirklich Sachen herstellt, nämlich Gasboiler und vieles andere, das ist das, was mir einfällt, dann stellt sich doch die Frage, wie einfach und wie gut ging es für euch, die Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken? War das überhaupt möglich? Wie hat sich das dargestellt? Natürlich müssen wir das differenzieren, wie du es gerade schon gesagt hast. In einem produzierenden Gewerbe können wir natürlich unsere Mitarbeiter in der Produktion nicht nach Hause schicken und auch
all diese Mitarbeiter, die Logistik und Produktionsprozesse unterstützen, können wir nicht einfach ins Homeoffice schicken, weil sie einfach Tätigkeiten vor Ort verrichten müssen. Grundsätzlich ist es aber so, dass das mobile Arbeiten bei uns schon seit sehr langer Zeit möglich ist, aber noch nicht in allen Bereichen so gelebt worden ist und man auch in vielen Bereichen nicht dachte, dass es so gut funktioniert. Und durch den Zwang, durch die Covid-19-Pandemie halt einfach die Leute ins Homeoffice mussten und erfahren haben, was das doch für ein Mega-Benefit ist für sie. Für uns sah das eigentlich aber auch technisch halt so aus. Als IT stellt man sich ja immer die Frage, okay, wie können wir das denn jetzt bewerkstelligen? Welche Lösung stellen wir unseren Mitarbeitern zur Verfügung? Was müssen wir da alles tun? Und das war eigentlich irgendwie so ziemlich, ziemlich cool zu sehen, weil technisch stand halt alles. Also die Arbeit der letzten Jahre hat sich da sehr, sehr ausgezahlt. Wir haben genau ein Wochenende gebraucht, um irgendwie Anleitungen zu schreiben, Kommunikation in Richtung der Mitarbeiter, sodass sie genau wissen, in welchem Fall sie wie von zu Hause aus arbeiten müssen. Also das heißt, für denjenigen, der halt jetzt wirklich Zugriff auf interne Systeme brauchte, mussten wir noch schreiben, okay, wie funktioniert denn jetzt der VPN bestmöglich? Wie kann er auf unsere virtualisierte Infrastruktur Citrix zugreifen? Und was wir IT-intern dann noch getrackt haben, war irgendwie die KPIs. Wir haben uns gemeinsam ein Google Sheet gemacht. Da hat jeder seinem Bereich die wichtigen KPIs reingeschrieben. Also wie sieht der Traffic auf dem VPN-Gateway aus? Wie sieht der Traffic auf den XenApp-Farmen aus? Wie sieht es mit der Internetbandbreite aus? Wie viele Google Meets werden gemacht? Wie viele Teilnehmer pro Google Meet? Ist die Qualität dort zufriedenstellend? Haben wir da Latenzzeiten, die wir beachten müssen? Das haben wir zusammengeführt in ein Google Sheet, haben Dashboards daraus gebaut und die konnten wir natürlich relativ einfach dann mit dem Management teilen, sodass wir gesehen haben, dass die Anfragen an die IT innerhalb von einer Woche von irgendwie einem relativ hohen Peak am Anfang auf einen Normalzustand und dann danach sogar unter einen Normalzustand zurückgegangen sind und dass das Arbeiten aus dem mobilen Arbeiten oder aus dem Homeoffice respektive heraus sehr, sehr gut funktioniert und die Mitarbeiter sehr produktiv sind. Das freut mich zu hören. Wenn man sich das anschaut, dass die Hauptarbeit fast darin bestand, die Dokumente dafür zu schreiben, um den Mitarbeitern an die Hand zu geben, was sie denn genau machen müssen, um jetzt eine Applikation zu starten. Also wenn das eine schwierige ist und nicht die IT selbst, das ist nochmal toll zu hören. Hat euch denn, ihr habt ja den Partner gehabt, Cloudwürdig hast du auch schon genannt. Nun habt ihr auch Google, Chrome und das Enterprise-Team mit dabei gehabt. Wie haben wir euch unterstützt bei diesem Wechsel? Und wie hat euch der Partner da unterstützt? Kannst du da drauf eingehen? Also bei der Umstellung selber haben wir natürlich vorher Workshops durchgeführt. Wie setzen wir die gesamte Umgebung denn bei uns auf? Welche Policies sind irgendwie empfohlen worden? Da bietet Google ja, ich sag mal, ein Grundset an Policies, die man dann einfach aus den Empfehlungen gegebenenfalls erstmal am Anfang übernimmt und dann sagt man halt, okay, später, okay, da an dem Rädchen muss ich nochmal schrauben oder hier, damit es dann wirklich funktioniert. Die wichtigen Themen, wie zum Beispiel Einbindung in die Netzwerkinfrastruktur, Einbindung in die Druckerinfrastruktur, da haben wir natürlich Unterstützung von Google und vom Partner erfahren, haben uns da aber auch wirklich daran gehalten, dass wir die Chromebooks nicht in unser internes Netzwerk nehmen, sondern wirklich in einem externen Netzwerk die betreiben, um einfach zu dieselbe Erfahrung des Mitarbeiters zu haben, egal wo er ist. Also sei es in einem Starbucks-Netzwerk, sei es in einem privaten Netzwerk oder sei es halt in der Firma, in einem öffentlichen Netzwerk. So hat er überall dasselbe Arbeitsfeeling und hat dieselben Zugangswege. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht einer der wesentlichen Punkte, sodass wir da hinkommen, dass der Mitarbeiter nicht mehr drüber nachdenken muss, okay, wo bin ich denn jetzt, sondern er klappt sein Gerät auf, lockt sich ein und es geht los. Ja, stimmt. Also ihr wolltet die Frage eigentlich weghaben nach, bin ich im richtigen Netzwerk, komme ich da drauf? So, die Frage, die sollte sich einem Mitarbeiter überhaupt nicht stellen, sondern egal, ob er zu Hause, im Office ist, wie auch immer, es wird immer gleich behandelt. Genau. Ja, super. Wenn wir jetzt uns mal so ein bisschen überlegen, die Technologie mit dem Blick auf die Zukunft, wie hat sich denn die Corona-Krise bei euch oder welche Erkenntnisse gibt es aus der Corona-Krise für die Zukunft?
Also auf jeden Fall, Remote Work funktioniert deutlich besser als gedacht. Was ich halt tatsächlich sehe, ist, die Teams sind sehr fokussiert auf die Dinge, die sie wirklich tun sollten. Wenn ich mir meinen eigenen Arbeitstag angucke, der ist mit Sicherheit teilweise im Homeoffice noch stringenter durchgeplant, als er das am Arbeitsplatz oder in der Firma halt ist. Aber ich muss sagen, dass die Effizienz auf jeden Fall gestiegen ist in vielen Dingen, weil, wie gesagt, der Fokus einfach da ist und die Leute an dem arbeiten, an dem sie arbeiten sollen. Was ich heftig finde, ist die Anzahl von Videokonferenzen, die sich halt einfach irgendwie verzwölffacht hat bei uns, im Gegensatz zu vorher, beziehungsweise auch inklusive der Teilnehmer, die halt einfach viel, viel mehr geworden sind. Am Anfang hatte man immer so 2 bis 3 oder mal 4 Teilnehmer in der Videokonferenz. Jetzt habe ich halt locker mal irgendwie 10, 15 oder halt auch wirklich große Runden, Townhall-Meetings mit ein paar Tausenden in einem Stream drin. Und ich finde auch, was noch ein positives Beispiel für die Veränderung der Arbeit in der Corona-Krise ist, dass die Transparenz einfach besser geworden ist, weil halt alle an denselben Dingen arbeiten oder an den richtigen Dingen arbeiten und somit auch diese Dinge nach vorne gebracht werden und entsprechend stringent auch reported werden dann in dieser Zeit. Wenn ihr euch die Anwendungen anschaut, die genutzt werden, aber auch die Endgeräte, da gibt es einmal so das Stichwort, dieses Bring Your Own Device, hat sich das auch irgendwie verändert im Zusammenhang mit Corona? Also grundsätzlich ist es so, dass wir bei uns diesen Trend mit der Einführung von Google Workspace schon gesehen haben, weil es total easy ja ist für den Mitarbeiter zu sagen, okay, ich installiere mir jetzt eine Gmail-App oder eine Google Drive-App oder eine Chat-App oder eine Videokonferenz-App auf meinem Mobiltelefon. Ich habe immer gesagt, alleine wenn ein Mitarbeiter 5 Minuten am Tag quasi mit seinem privaten Handy auf Unternehmensdaten zugreift, ist das ja ein mega Benefit für die Firma und wir können es so einfach zur Verfügung stellen, ohne dass wir administrative Aufwände da haben. Jetzt ist es halt so, dass vor allen Dingen dieser Trend in Richtung Endnutzer zugenommen hat, halt private Endgeräte auch für ihre Arbeit zu nutzen, wir aber natürlich ein Corporate-Endgerät für jeden zur Verfügung stellen wollen. Da wir halt heute noch eine sehr starke Thin-Client-Umgebung haben, haben wir halt genauso ein Projekt wie Chrome OS aufgesetzt, um bei uns im Unternehmen für jeden ein mobiles und flexibles Gerät zu schaffen oder zu besorgen, sodass er quasi keinen Need hat, von irgendwelchen anderen Endgeräten auf Unternehmensdaten zuzugreifen und wir das Risiko damit auch minimieren. Und aus meiner Sicht auch die Bereitschaft der Mitarbeiter gestiegen ist, ihr Homeoffice mit vernünftiger Hardware auszustatten und sich einen schönen Arbeitsplatz zu Hause aufzubauen, weil sie genau wissen, dass das irgendwie ihr neues Normal ist. Dann. Ja, wenn ich mir dann eben die Endgeräte anschaue, Bring Your Own Devices, aber administriert, Chromebooks und andere oder den ganzen End-User-Computing-Bereich, hast du da, oder was glaubst du, wie entwickelt sich das in der Zukunft technologisch weiter, der ganze End-User-Computing-Bereich? Also ich bin fest davon überzeugt, dass sowas wie VPNs deutlich weniger werden. Es gibt einfach neue Möglichkeiten, auf Unternehmensdaten sicher zuzugreifen, wie zum Beispiel Beyond Corp. Total spannende Entwicklung in dem Bereich. Das Ganze dreht sich gerade. Also es ist so ein bisschen ein Paradigmenwechsel von, ich baue irgendwie eine riesengroße Festung vor meiner Infrastruktur im Unternehmen auf, hin, ich muss schauen, dass das, was in meiner Infrastruktur passiert, abgesichert wird. Und in Richtung, also das gibt vor allen Dingen einen Push auf das Thema Zero Trust Access, sodass ich halt einfach jedem Gerät sage, okay, du bist von Grund auf erstmal unsicher, kann ein paar Parametern erkennen, aus welchem Netzwerk komme ich, welches Gerät ist es, womit greift er auf was zu, darf er das überhaupt und kann dann wirklich Autorisierungsdienste oben drüber setzen, die halt mir den Zugriff erlauben oder auch eingeschränkt dann nur erlauben. Das ist eine komplett neue technologische Möglichkeit, was wir uns natürlich auch de facto in den nächsten Jahren auch noch anschauen müssen, wie wir komplett davon wegkommen, zu sagen, okay, wir haben hier unser Riesentor, zu sagen, okay, wir sind halt in egal welchem Netzwerk unterwegs, müssen aber den Zugriff auf die Unternehmensdaten absichern. Ja. Weiterer Trend ist aus meiner Sicht, dass Virtualisierungslösungen nur der erste Schritt in Richtung Cloud sind.
wenn ich mir heute anschaue, dass viele, also vor allen Dingen auch mittelständische Unternehmen in Richtung Virtualisierung gehen und ihren Arbeitsplatz von lokal installierter Software in Richtung virtualisiert installierter Software und Virtualisierungslösungen wie Citrix, VMware, Microsoft, RDP und so weiter bringen, ist das mit Sicherheit ein großer Schritt schon für diese Unternehmen. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir da von 80% Virtualisierung und 20% Cloud irgendwann in 80% Cloud und 20% Virtualisierung gehen werden, weil wir diesen absoluten Trend in Richtung Web-Technologien haben. Das heißt, die Software verlagert sich mehr und mehr in den Browser und all das, was ich an Legacy nicht in den Browser bekomme, werde ich über Virtualisierungslösungen dann zur Verfügung stellen. Ja, du weißt ja, ich bin Diplom-Informatiker, auch wenn ich jetzt Head of Chrome Enterprise Sales bin. Das liegt aber daran, dass Google eine Firma ist, die gerne Informatiker auch im Sales hat. Und in der Informatik gab es schon immer Abstraktionsebenen, die gemacht werden, um Komplexität weiter unten eben zu abstrahieren. Und ich finde, die nächste oder die Abstraktionsebene, die gerade stattfindet oder schon seit ein paar Jahren stattfindet, ist der Browser. Eher abstrahiertes Betriebssystem. Und wenn ich eben ein Programm für den Browser schreibe, dann muss ich nicht mehr ein Programm entweder für Windows oder für Mac oder Linux schreiben, sondern ich schreibe es nur noch an einer Stelle für den Browser und es läuft überall. Ein Riesenfortschritt. Also, genau. Da ergänzend ja auch dazu, dass ich ja heute schon irgendwie alle neuen Applikationen als Web, also sie nennen sich ja Progressive Web Applications, dann zur Verfügung gestellt bekomme und die auch genauso gut dann auf meinem Smartphone oder mobilen Device installieren kann. Es fühlt sich halt an wie eine native Applikation. Wenn da noch mehr der Offline-Funktionalitäten, die es heute schon teilweise gibt, noch mehr mit einfließen, habe ich gar nicht mehr den Bedarf quasi, also ich sag mal für Standard-Anwendungsfälle, mit Sicherheit habe ich schon noch den Bedarf für native Entwicklung, aber ich kann einen Großteil damit, was ich an Unternehmensanwendungen und Portalen schreibe, als Progressive Web App zur Verfügung stellen und somit auch zugänglich für jedes Endgerät, für jedes mobile Endgerät, Smartphones und Tablets dann zu machen. Genau, und das mit weniger Aufwand. Das ist schon super, in welche Richtung sich die ganze IT-Industrie bewegt. Aber schauen wir uns doch mal wir hatten am 20. Oktober ein großes Announcement mit neuen Funktionalitäten im Chrome Enterprise-Bereich. Dazu die sind natürlich alle bekannt. Dazu gehört zum Beispiel auch im Bereich Zero Trust Access einige Sachen. Dazu gehört aber auch Zero Touch Enrollment, wie man also Geräte an den Kunden bringt. Gibt es von diesen Sachen, die wir da jetzt neu rausgebracht haben, irgendwas, was besonders nützlich für euch ist? Definitiv. Persönlicher Favorit ist da das Zero-Touch-Enrollment, wie du es gerade schon benannt hast. Das trifft einfach sehr, sehr gut unseren Purpose, dass wir Lebensräume für zukünftige Generationen gestalten, also der Purpose von FISMAN. Und wir schaffen durch das Zero-Touch-Enrollment mal wieder einen Schritt in der Lieferkette zu verkürzen. Wir schaffen es, dass die Geräte nicht zweimal ausgepackt werden müssen und wieder eingepackt werden müssen. Und wir bekommen die Geräte direkt vom Hersteller an uns geliefert. Heißt, der Hersteller, in dem Fall HP, ist einfach fähig, quasi die ID des Geräts zu hinterlegen in unserer Administrationskonsole. Wenn das Gerät sich mit dem Netzwerk verbindet, meldet es sich an und sagt, hier, ich bin hier in einem FISMAN-Gerät, wird damit aufgenommen bei uns in die Administration und ist direkt mit drin. Sodass wir, wie gesagt, die Lieferkette an der Stelle um einen ganzen Schritt verkürzen, was natürlich ein enormer Benefit sowohl für die Umwelt ist, aber auch für uns in den Prozessdurchlaufzeiten. Mhm. Ja, ist auch mein Favorit. Zero Touch Enrollment finde ich super, weil man kann die Geräte direkt zum Endkunden schicken, er kann sie auspacken, muss sich nur noch einmelden, ist automatisch im richtigen Unternehmensnetzwerk drin, hat die richtige Eingabeumgebung. Und bekommt dann nach dem Login direkt seinen Workspace, den er schon von einem anderen Gerät kennt, das er vielleicht gerade eben benutzt hat. Und hiermit sind wir übrigens auch schon am Ende angelangt. Alexander, vielen Dank für die ganzen Informationen, die Internas von FISMAN, wie ihr auf Chrome Enterprise umgestiegen seid. Mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen als Dankeschön.
Und weiter so. Und ich hoffe, ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder. Möchtest du noch abschließende Worte sagen? Nee, vielen Dank, Thomas, für die Einladung und auch an das Team der Tools for Agile Teams. Fragen, Anregungen, Diskussionen gerne im Nachgang. Ich glaube, wir haben auch noch einen Slot dazu, wo das gestellt werden kann. Und dann können wir natürlich auch nach Möglichkeit die Fragen, sofern es geht, direkt beantworten. Wunderbar. Dann mach's gut, bis bald. Ciao. So, da sind wir wieder aus unserem Studio und wir haben Thomas und Alex hier entsprechend zugeschaltet. Hallo nochmal, ihr beiden. Hallo. Hallo, Paul. So, wir legen da direkt los mit der munteren Fragerunde. Allerdings wollte ich zuerst einmal eine Anmerkung auch dazu machen. Ich habe tatsächlich, wir haben bei uns so vor 2,5 Jahren schon mal so den ersten Anlauf in Richtung Chromebooks bei uns firmenintern auch genommen. Wir haben relativ viele MacBooks einfach historisch bei uns immer im Einsatz gehabt. Und da war das Phänomen noch, dass einige dann quasi im Anschluss wieder zurückgewechselt sind auf ihr altes Device. Und jetzt haben wir in diesem Jahr nochmal, Anfang des Jahres, nochmal einen größeren Push gemacht. Und jetzt haben wir das Phänomen gehabt, dass ganz viele gesagt haben, hey, geil, mittlerweile, selbst als Entwickler, ich kann irgendwie mit dem Chromebook arbeiten. Und das ist für mich so ein bisschen bei uns auch die Wahrnehmung, dass einfach da unheimlich viel sich getan hat über die letzten 2, 2,5 Jahre. Und zuletzt gab es ja auch einige entsprechende Publikationen in Richtung Marktanteile, die sich auch in Richtung Chromebooks verschoben haben. Und da einfach mal vielleicht so die Frage an euch, wie habt ihr da die Dynamik der letzten Jahre einfach entwickelt und wie sortiert ihr das ein sozusagen, wie viele Potenziale sind da für die Chromebooks auch? Gerade weil viele Firmenkunden erstmal für dieses quasi noch ein neues Thema, wenn wir mit denen in den Austausch darüber gehen und zugleich sehen wir selbst auch halt ein unheimlich großes Potenzial da drin und unsere Admins sind auch mega begeistert von der Administration einfach und wie sind da so eure Einschätzungen, was sich da gerade tut? Okay, also ich glaube, Paul, die Frage geht an mich, oder? Genau, Thomas, ich glaube, du kannst da schon mal reinstarten. Okay, ja super. Also erstmal, Chrome hat ja eine eigene P&E bei uns. Also wir sind wirklich voll investiert von Google-Seite aus in Chrome. Und wenn man sich so die Release-Notes anschaut, also von 80 angesehen, 81, 83 und so weiter, dann sind es ja immer mehrere Seiten an Features, die wir rausbringen. Und klar, jedes Feature, was aus Chrome rauskommt, gilt natürlich auch für das Chromebook. Zusätzlich gibt es nochmal extra Features, die es nur auf dem Chromebook gibt, wie zum Beispiel Virtual Desktops oder auch, dass man die Bildschirme rechts und links teilen kann, wenn man nur einen Bildschirm hat. Die Entwicklungsabteilung ist bei uns in dem Bereich sehr innovativ. Wir bringen da sehr viel raus. Und das kann man auch auf Chrome Canary Build dann schon sehen, was kommt. Jetzt gerade aktuell die neue Suche, die Tab-Suche, um halt Tab schneller zu finden. Also ich denke, also ich freue mich auch sehr darüber, dass wir da sehr, sehr schnell sind, aktiv sind und das Produkt richtig stark weiterentwickeln, ja. Alex, willst du auch noch was dazu sagen oder wie siehst du es als Kunde? Ich habe das ja vorher schon gesagt. Ich glaube, die Frage hat ja insofern mehrere Facetten. Ich freue mich erstmal, dass der Marktanteil scheinbar exorbitant wächst im Moment, weil das einfach eine Plattform ist, die Spaß macht, sowohl aus IT-Sicht als auch aus User-Sicht. Ich habe das ja eben im Talk schon erwähnt, wie stark verbreitet Chromebooks bei uns in der Organisation sind und wir managen das halt wirklich mit sehr, sehr geringem Aufwand, aber wir haben halt auch unglaublich wenigen Handlingsfragen, wie gehe ich damit um? Das Einzige, was wir halt dem User einmal erklären müssen, wie er seine Arbeit jetzt verändert von einer stationären Arbeitsweise in Richtung einer mobilen Arbeitsweise und was das für einen Impact auf ihn dann nachher hat. Und wie du es gerade schon gesagt hast, Thomas, neue Features kommen regelmäßig. Ich weiß gar nicht, wenn man sich jedes Bild anguckt, dann haben wir irgendwie auf die letzten Tage alle 12 bis 24 Stunden quasi einen neuen Release bekommen von Chrome, wenn man jede Version nehmen würde.
Ist natürlich super, hat aber auch wirklich den Anspruch, dann an Security dem Ganzen gerecht zu werden und halt auch, sag mal, Sicherheitslücken schnellstmöglich gefixt zu haben. Das Ganze zu verteilen macht halt auf dem Chromebook auch als IT wieder super Spaß, weil es ist halt quasi zwei Klicks entfernt und dann habe ich das deployed auf die Chromebooks. Und die installieren sich das on the fly beim nächsten Neustart und alles ist schön, während ich bei anderen Plattformen da einfach viel mehr Aufwand habe. Also aus meiner Sicht eine sehr, sehr positive Entwicklung der letzten Jahre. Bin gespannt, ob in Europa das Thema auch so Fuß fassen wird, vor allen Dingen jetzt in Bezug auf mobile Arbeitsweise, in Bezug auf Education-Bereich, in Bezug auf Frontline-Worker, die ja wirklich eine der großen Zielgruppen sind. Wo man mit einer leichtgewichtigen, einfach zu administrierenden Plattform ein sehr gutes Nutzererlebnis schafft. Ja, was, vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Ich habe gerade bei uns nachgeschaut, intern haben wir natürlich auch eine eigene Chrome-Abteilung in München, die Chrome weiterentwickelt. Und allein bei uns in München sind es über 100 Leute, die einzig und allein am Chrome-Produkt arbeiten. Und das ist jetzt nicht weltweit, das ist nur der Anteil in München. Ja, verrückt. Also danke für den Einblick. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter zur nächsten Frage. Die geht dann vielleicht auch eher ein bisschen Richtung Alex, aber du, Thomas, kannst sicher auch was dazu sagen. Und zwar, gibt es denn bestimmte Jobprofile, die ihr seht, also eben bei Fiesmann oder auch in anderen Organisationen, die sich besonders für den kurzfristigen Einstieg in die Nutzung von Chromebooks sehr gut eignen? Also, ja, definitiv. Google nennt sich Frontline Workers. Die sehe ich auf jeden Fall auch potenziell da als die ersten, die so ein Gerät bekommen. Es ist natürlich abhängig von der eigenen Infrastruktur und der Applikationslandschaft. Bei uns können wir jedem, der heute noch einen stationären Arbeitsplatz mit einem Thin Client hat, ganz einfach ein Chromebook in die Hand drücken, weil er theoretisch genauso weiterarbeiten könnte. Er muss halt sein Chromebook aufmachen, macht sein oder meldet sich mit seinem Google-Account an und nicht mehr mit seiner Smartcard. Und macht dann Citrix auf und hat dadurch seine virtualisierte Desktop-Umgebung. Das ist aber ja nicht das Ziel, strategisch langfristig quasi einfach nur die Arbeitsweise 1:1 von stationär auf mobil zu shiften, ohne die Arbeitsweise des Mitarbeiters wirklich anzupacken, sondern wir wollen ja dahin kommen, dass wir nachher die Applikationen im Browser alle haben, dass sie nativ gestartet werden können, dass der Zugriff darauf deutlich einfacher ist und nicht noch eine virtualisierte Plattform dahinter laufen muss, obwohl wir alles quasi schon in der Cloud haben. Und das ist aus meiner Sicht der wesentliche Punkt auch für andere Organisationen. Wenn ich heute eine virtualisierte Plattform schon habe, dann kann ich 1:1 jedem Mitarbeiter einfach ein Chromebook in die Hand drücken, muss die so zur Verfügung stellen, dass er sich vom Chromebook anmelden kann und das war's. Und das ist dann halt wirklich unabhängig von der Jobrolle, vom Profil oder wie auch immer. Ich würde sagen, prinzipiell, außer halt wirklich Spezialanwendungsfälle wie Engineering, CAD und so weiter, oder halt, ich sag mal, in fertigungsnahen Umfeld ist es halt sehr verbreitet, auf Windows zu setzen, weil halt die Programme gar nicht anders laufen. Kann eigentlich fast jeder Mitarbeiter oder 80% der Mitarbeiter theoretisch mit dem Chromebook arbeiten. Ja, genau. Da würde ich tatsächlich noch was ergänzen wollen, nämlich wo sehen wir von Google-Seite aus die den meisten Nutzen? Und ich finde, man kann das eigentlich ganz leicht beschreiben. Jeder, der sein Notebook aufmacht, den Browser startet und dann zu 90% im Browser ist und dann das Notebook wieder abstellt, der ist auf jeden Fall bereit für ein Chromebook. Das ist sehr offensichtlich. Und in diese Richtung geht ja mehr und mehr die IT-Industrie. Wo wir auch noch sehr erfolgreich sind, sind die ganzen Thin-Clients. Wenn es darum geht, jetzt auch durch Corona die Thin-Clients mobil zu bekommen und mit nach Hause zu nehmen, da ist ein Chromebook natürlich wirklich hervorragend geeignet. Wenn ich auch sehe, dass so Kollegen, das sind ja keine Kollegen, aber wenn das Mitarbeiter von Citrix oder VMware, die haben lustigerweise auch Chromebooks im Einsatz, um auf ihre Virtualisierungsumgebung zuzugreifen. Also da sind wir auch sehr erfolgreich. Was Engineering angeht, wo der Alex gesagt hat, das geht eher nicht. Und das ist echt ein interessantes Thema aus meiner Sicht, weil bei Google selbst funktioniert das. Da gibt es viele Engineers, die mit Chromebooks arbeiten. Warum? Weil aber unser Engineering auch komplett in der Cloud arbeitet. Also der Code wird in der Cloud geschrieben, das Code Comparison, also wenn es darum geht, sich einen Code mit anderen Leuten anzuschauen, Reviews läuft in der Cloud. Compiling geht in der Cloud. Aber da muss man auch dazu sagen, ist Google, glaube ich,
eine der wenigen Firmen, die da so ganz weit vorne sind. Bei den meisten anderen Firmen, da wollen die Engineers noch einen Boliden unterm Schreibtisch haben, der halt das Compiling übernimmt für die. Das ist ja auch das, worauf ich eben referenziert habe in einer der letzten Fragen. Das Thema Virtualisierung, wo sehen wir das in der Zukunft? Heute ist es 80-20, in Zukunft wird es 20-80 sein. Also native Applikationen im Browser nehmen zu. Aber schauen wir uns das mal an. Vor 10 Jahren wäre es undenkbar gewesen, eine CAD-Infrastruktur komplett über eine virtualisierte Plattform leistungsfähig zur Verfügung zu stellen. Das ist wirklich in Spezialanwendungsfällen, konnte man das machen. Heute sind wir da, dass wir quasi immer mehr von diesen Arbeitsplätzen auch virtualisiert zur Verfügung stellen. Sobald ich diese Arbeitsplätze virtualisiert zur Verfügung gestellt habe, ist es mir egal, ob die Windows-Maschine drunter einen Core i3, Core i5 oder Core i7 hat. Und geschweige denn, es muss dann auch gar keine Windows-Maschine mehr sein, weil die braucht ja keine Leistung mehr, weil die Leistung kommt aus der Virtualisierung. Und dann kann ich auch ein Chromebook wiederum nehmen. Und wie gesagt, der nächste Schritt ist dann halt von der Virtualisierung in die Cloud, weil das ist aus meiner Sicht ja nur der erste Schritt in die Richtung, in Cloud zu gehen. Und wie es Thomas auch gerade gesagt hat, da kommt es halt wirklich auf die Applikationslandschaft des jeweiligen Unternehmens drauf an. Wir bewegen uns gerade dahin, dass wir 3D-Berechnungssoftware und CAD-Programme in Richtung Virtualisierung bringen. Das ist der erste Schritt, aber zukünftig wird sich das auch noch einen Schritt weiter darstellen und ja, so ein bisschen den Ansatz von quasi Google Stadia, dass die Next Generation Gaming Plattform, die halt auch komplett aus der Cloud kommt, dann ja, irgendwie nachvollziehen. Ne? Thomas hat einen Controller am Start, oder? Ah, ja, sehr gut. Ja, also das ist genau das Prinzip, wie es ja dann da auch läuft. Ne? Also dann habe ich halt keine Hardware mehr, die Leistung bringen muss, sondern ich weiß, dass die Hardware kommt halt komplett aus der Cloud quasi. Die Kisten stehen irgendwo anders und ich greife drauf zu, bekomme über eine dicke Internetbandbreite dann mein Gaming in 4K-Qualität auf meinen dicken Fernseher und am Arbeitsplatz ist es, im Endeffekt ist es nichts anderes. Ja, ihr hattet ja auch Parallels angesprochen, die Kooperation mit Google an der Stelle. Könnt ihr es nochmal so ein bisschen einsortieren, strategisch, wenn ich jetzt aus einer Umgebung komme, wir haben vielleicht alle bisher Windows 10 Geräte irgendwie gehabt und wie nutze ich jetzt Parallels sozusagen strategisch, wenn ich sage, eigentlich perspektivisch möchte ich komplett in die Cloud gehen, aber wie kann ich das sozusagen als Bindeglied vielleicht auch nutzen in meiner IT-Strategie? An wen ist die Frage gerichtet? Also ich kann die gerne natürlich. Wie ihr möchtet, also gerne beide. Ja. Starten durch. Okay, dann fange ich mal damit an, wie wir uns das überlegt haben, wie man es nutzen könnte. Und dann kann der Alex sagen, wie man es wirklich nutzt. die Idee dahinter ist natürlich, dass es natürlich immer wieder irgendwelche Fat-Client-Apps geben wird. Ich meine, die Mehrheit der Apps, die es auf der Welt gibt, sind nun mal Fat-Client-Apps. Daraus historisch gewachsen ist es nun mal so. Für Unternehmen, die aber trotzdem diese einfache Managementbarkeit haben möchten, die können schon auf Chromebooks umsteigen. Und dann ist halt die Frage, wie viele Fat-Client-Apps habe ich? Wenn es relativ viele sind, macht die ganze Virtualisierung sehr Sinn. Und über die Zeit, wie der Alex gesagt hat, wird die Virtualisierung weniger und die Browser-Apps mehr. Es gibt aber auch Unternehmen, die haben nur so ein, zwei Apps, die sie so einmal im Monat benutzen, aber die müssen benutzt werden von den Mitarbeitern. Und da ist dann natürlich Parallel super. Aber das kann ich dann direkt auf dem Rechner starten. Ich habe da mein Windows, habe da meine Fat-Client-App, die ich dann halt eher wahrscheinlich sehr selten benutze und habe aber trotzdem diese einfache Managementbarkeit eines Chromebooks immer noch. Also so haben wir uns das gedacht. Und wie läuft es dann in der Praxis, Alex? Wie wird es umgesetzt? Gar nicht. grundsätzlich, wie gesagt, das hängt halt wirklich vom Anwendungsfall ab. Es wird mit Sicherheit Anwendungsfälle dafür geben. Da wir aber bei uns ja eine sehr große virtualisierte Desktop-Infrastruktur zur Verfügung stellen, gibt es eigentlich nicht diesen Anwendungsfall, dass ich nativ eine Windows-Software auf das Chromebook so bringen möchte und die irgendwie zur Verfügung stelle. Bei uns ist halt der Ansatz, dass ich über eine Citrix Published Applications quasi genau dasselbe Feeding habe. Funktioniert im Endeffekt dann genauso, ist genau derselbe Ansatz.
Wie gesagt, das ist. Also das macht ja nochmal deutlich, dass verschiedene Optionen einfach zur Auswahl stehen. Das heißt, genau. Wer eben sagt, ja, bei uns geht das ja überhaupt nicht, weil XY, da wird es in der Regel vielleicht sogar nicht nur eine Option geben, sondern sogar eben mehrere Optionen, wie man das dann doch entsprechend umsetzen kann. Genau, es ist auch eher so für die Kunden, die den Einsatz in der kompletten Virtualisierung scheuen und nicht in die Richtung gehen möchten, die können einfach Parallels nutzen und da wird quasi eine VM eben direkt auf dem Notebook gestartet, anstatt irgendwo anders und man sich dagegen connectet. Kannst du nochmal, genau, in dem Kontext auch Linux ist ja sozusagen auch verfügbar über die Chromebooks. Kannst du da den Linux-Beta-Modus auch nochmal kurz an der Stelle erwähnen und erklären, welche Möglichkeiten sich da ergeben? Linux ist ja schon seit sehr langer Zeit auf jedem Chromebook einsetzbar, startbar. Und ich kann Programme da installieren, wie zum Beispiel auf Chromium. Das finde ich auch ganz interessant. Also man kann auf der einen Seite hat man auf dem Chromebook den normalen Chrome-Browser. Dann kann man virtualisiert über eine Linux-VM Chromium installieren und hat dann beide Browser, also den Chrome-Browser und den Chromium-Browser. Und das habe ich mal gemacht, um zu testen, was ist denn wirklich der Geschwindigkeitsunterschied zwischen der Virtualisierung und der nativen Chrome. Und der ist vorhanden. Das sind so nach, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber nach meinem Test, ja, also wirklich nicht signifikant, sind das so 15% Geschwindigkeitsverlust. Ich habe da auch mit den Engineers gesprochen bei Google und die meinten, ja, wissen sie. Und die sind auch gerade dabei, das enorm zu beschleunigen, sodass der Ablauf in der VM doch nochmal deutlich schneller werden wird. Und nicht mit 15%, sondern unter 10 betragen wird. Und da hat Philipp jetzt nochmal nachgefragt. Das heißt aber, wenn es bisher keine virtualisierte Lösung gibt, dann kann ich die entsprechende Google-Lösung beziehungsweise ein Parallels nutzen. Richtig, also ja, genau. Vielleicht eine Notiz. Wir haben Parallels Windows VM für Geräte zur Verfügung gestellt. Da sollte man sich wirklich vorher schauen, ob die Parallels unterstützen. Das sind von HP, ist das 640 oder das 1030. Die sind dafür geeignet. Wir wollen natürlich da eher Geräte haben, die etwas schneller sind und ein bisschen performanter sind, damit man halt auch eine gute User Experience hat, wenn man Windows in der VM laufen lässt, dass man nicht das Gefühl hat, oh mein Gott, ist das langsam, sondern dass es auch wirklich schnell ist. Also da sollte man schon gucken, ist denn das Chromebook auch wirklich Parallels ready? Guter Punkt. Wie gehe ich denn jetzt dann vor, wenn ich jetzt tatsächlich sage, okay, der Thomas und der Alex, die haben mich jetzt total angefixt. Ich finde das echt eine coole Sache. Wie würde ich denn jetzt reingehen in die Thematik, vielleicht mal zu analysieren, in welchen Bereichen vielleicht ist so für mich der Startpunkt, jetzt Chrome Enterprise einmal und Chromebooks in Betracht zu ziehen? Okay, übernehme ich die Frage. Alex hat die Antwort für sich ja schon gefunden. Ja, genau. Und Alex kann gerne was dazu sagen. Also so wie wir das sehen im Markt, passiert die Anfrage häufig erstmal in Richtung Google oder auch an mich. Also mich kann man da wunderbar erreichen. Ich mache einen Termin mit dem Kunden aus, schaue mir genau an, wie denn aktuell die Infrastruktur aussieht, wie die Benutzung aussieht, wie viele Notebooks sie haben. Dann gibt es die Möglichkeit für größere Unternehmen, eine richtige Evaluation zu machen. Das habe ich schon in meinem Vortrag am Anfang gesagt, um zu schauen, wie viel Prozent der Mitarbeiter sind überhaupt in der Lage, Chromebooks zu nutzen. Ja, und dann geht es wirklich in ein Projekt. Zusammen mit der IT werden ein paar Chromebooks entweder selbst angeschafft. Das macht eigentlich am meisten Sinn. Die Chromebook gibt ja zwischen 189 Euro und 1500 Euro in jeder Preisklasse. Da kann man einfach mal ein paar kaufen. Dann machen wir mit einem Partner zusammen meistens so ein POC und machen wirklich einen Head Start, dass die Leute beim Kunden wirklich sehr genau wissen, wie komme ich denn auf die Admin-Umgebung, was kann ich administrieren. Und obwohl wir da über 300 Policies haben, sind ja doch die ersten 10 die wichtigen, um zu verstehen, wie das ganze System funktioniert. Und dann kann ich in der Doku nur nachschauen, was für eine Policy brauche ich. Dann kann ich die bei mir einfach ein- oder abschalten oder konfigurieren, wie ich es eben haben möchte. Ja, und dieser Start in Richtung Chromebook, der erfolgt, kann über mich erfolgen und ganz häufig gemeinsam mit einem Partner. Mhm. Und wie liegt es bei euch, Alex? Vielleicht würde es auch zu was sagen, ja. Also grundsätzlich bei uns während der Einführung, hatte ich ja gesagt, bin ich zum ersten Mal damit in Kontakt gekommen.
mal super. Ich habe mich einfach mit meinem Google-Account angemeldet, habe mich mit irgendeinem WLAN verbunden und Feuer frei. Da hatte ich zumindest die wichtigsten Sachen schon mal parat. Wenn ich das strukturiert mache und das testen möchte, ist genau das richtige Vorgehen. Ich glaube, man muss es einfach probieren und spüren. Aber da probieren in Zusammenarbeit Business und IT. Das ist ganz wichtig, und dass man eine klare Kommunikation pflegt zwischen den beiden Stakeholdern an der Plattform, weil ich, wie gesagt, das ist für beide ein Benefit auf jeden Fall. Und ich glaube, das muss auch dann nachher deutlich werden, dass es nicht darum geht, dem User jetzt einfach nur ein günstigeres Endgerät zu geben, sondern zu sagen, hier, lieber User, wir bieten dir einen Mehrwert mit diesem Gerät, aber lieber IT, ihr habt auch einen Mehrwert dadurch, dass ihr eine sehr leichtgewichtige Plattform habt. Genau. Genau, eine Ergänzung noch, die ist mir gerade noch eingefallen. Es geht auch komplett ohne Google. Also man kann, also im Sinne von einer Person von Google, der mit dabei ist, man hat die Möglichkeit, wenn man Workspace nutzt, seine Domäne hat und auf admin.google.com geht und dann auf Devices, dann kriegt man für einen Zeitraum von, glaube ich, 6 Wochen, ich glaube, 50 Chrome-Lizenzen gratis. Und kann sich dann seine Chromebooks da in die Administrationsoberfläche einhängen und kann es wirklich selber ausprobieren. Ja, also braucht man gar niemanden. Das kann man auch ganz alleine machen. Cool, dann danken wir euch ganz recht herzlich für die Einblicke und die Antworten. Wenn das Publikum jetzt weiter noch Fragen hat, dann könnt ihr die Speaker natürlich auch im Nachgang noch über Hopin kontaktieren oder LinkedIn oder wie auch immer. Ich glaube, der Alex und der Thomas sind da ganz offen für weitere Rückfragen und Anregungen. Dann würden wir uns jetzt auch schon vom Google Track hier in die Mittagspause verabschieden.